Kapitel 16 Schattenjäger. Als der Scheiterhaufen nur noch ein wenig schwelte, gingen Betan und Njora ins Haus zurück. In etwa anderthalb Stunden würde die Sonne aufgehen und Njora hatte eigentlich zu Bett gehen wollen. Während sie das Licht in dem kleinen Zimmer am Ende des Flures löschte, stand Betan unter dem Türrahmen. »Wie bezeichnet ihr diesen Raum eigentlich?« fragte er niedergeschlagen und ihr schien es, als wollte er nur irgendetwas sagen, um sie daran zu hindern, in ihr Schlafgemach zu gehen. »Labor, Bibliothek, aber ich denke, wir können es Arbeitszimmer nennen«, erwiderte sie schulterzuckend. »Aha«, murmelte Betan und lehnte sich gegen die Wand, um ihr den Weg frei zu machen. Sie stand schon auf der untersten Treppenstufe und blickte zu ihm zurück. Sie wollte gerade »Schlaf gut« sagen. Dann hielt sie inne. So konnte sie ihn nicht alleine lassen, beschloss sie, und seufzte. Sie fasste ihn fürsorglich am Arm und zog ihn in die Stube. »Setze dich«, meinte sie und zeigte auf das Sofa. Er gehorchte, während sie an den Spirituosenschrank ging und eine Flasche Met herausholte. Sie schenkte den goldenen Honigwein in zwei langstielige Weingläser ein und gab ihm eines. Er blickte betrübt in den Weinkelch, bevor er es an die Lippen setzte und zu dreiviertel austrank. »Wie gelangten die Soldaten eigentlich durch euren Schutzschild? Ich dachte, der wäre für alle mit bösen Absichten undurchdringlich.« »Das ist wahr, aber als die Soldaten dich verfolgten, brechten sie mit solch einer Brutalität durch die unsichtbare Mauer, dass ich direkt nachgeben musste.« Er nickte und leerte den Rest seines Glases. Sie stellte die Flasche in die Mitte des Tisches und deutete darauf. »Nur zu«, sagte sie und erfüllte sein Glas wieder. Sie verstand, dass er den Schmerz, den der Tod von Trixie ausgelöst hatte, zu betäuben versuchte. Sie wollte ihn ablenken. »Du hast mir noch gar nicht von deiner Reise zu mir erzählt. Lass hören«, forderte sie und nippte an ihrem Glas. Betan erzählte von Fendora und Ewin, dem Händler Morquard. Dann ging er weiter zum Noringschen Wachturm und dem Gaukler, der ihn ausgeraubt hatte, bis er schließlich über die Fähre und Bodania zu ihr gelangte. »Wenn du gerade schon den Noringschen Wachturm erwähnst, weißt du, warum man ihn damals nicht samt der Mauer abgerissen hat?« Betan schenkte sich das dritte Mal ein, während er antwortete, »Ich dachte immer, weil er schön ist.« »Ja, das stimmt, man betrachtet ihn als architektonisches Wunder, aber das ist nicht der wahre Grund. Er wurde erhalten, weil die Elfen, Zwerge und Menschen ihn gemeinsam erbaut haben. Die Elfen haben ihre Kunst einfließen lassen, die Zwerge die Waffen und Befestigungsanlagen gefertigt und die Menschen das Gebäude hochgezogen und den Wachturm gehalten. Er symbolisiert die Einheit Lorelias und soll nachfolgenden Generationen verdeutlichen, dass wir trotz unserer Herkunft und Artenzugehörigkeit ein Volk sind. Dummerweise verhalten wir uns nicht immer so.« Betan stimmte zu. »Leider nicht.« Betan dachte an den Tag in Yharth zurück. »Ich war in Yharth in einer Bibliothek, die von Nonnen geleitet wird. Dort sah ich einen Knaben, der offensichtlich der Günstling eines hohen Kirchenmannes ist. Als er mich sah, erschrak er und flüchtete. Ich konnte einen Blick auf das Buch werfen, in dem der Junge geblättert hatte. Es gingen Kreaturen aus der Hölle, die sich im Schatten anschleichen und den Geist eines Unschuldigen belegen und ihn zum Wahnsinn treiben. Dies Wesen seien die Boten des Todes«, erzählte Betan mit schwerer Zunge und füllte abermals den Kelch. Njora lachte. »Dass du ausgerechnet diese Textstelle gefunden hast, ist amüsant. Diese Warnung ist über uns. Ihr meint jetzt aber nicht euer Volk, das der Elfen, oder?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, die Elfen bezeichnet man eher als arrogant und überheblich.« »Warum?« Sie überlegte kurz. »Wir Elfen werden sehr alt, theoretisch unendlich alt, bis man selbst der Meinung ist, dass ein Leben seinen Zweck erfüllt hat oder wenn man getötet wird. Wie auch immer, aber wegen der vielen Jahre, die wir leben, können wir mannigfaltig Wissen aneignen und teilen dies nur mit Elfen oder auserwählten Menschen. Außerdem haben Elfen gewisse Eigenarten, die auf Unwissende kalt wirken.« Njora wurde still. »Aber darum geht es gerade nicht. Diese Textpassage handelt von den Schattenläufern. Die Kirche bezeichnet die Anhänger der Gilde seit verhältnismäßig langer Zeit so. Sie behaupten, die Schattenläufer seien der Grund, warum Menschen besessen oder zu Hexen werden.« »Das ist lächerlich«, lallte Betan, und Njora stellte fest, dass er die Flasche bis auf ihr Glas, welches noch zur Hälfte gefüllt war, alleine ausgetrunken hatte. Betan blickte enttäuscht in seinen leeren Kelch und Njora ging erneut an den Eichenschrank, um eine weitere Flasche Met hervorzuzaubern. Während sie die Flasche entkorkte und ihm seinen Becher füllte, entgegnete sie, »Natürlich ist das lächerlich. Die Kirche neigt dabei öfters zur Torheit. Verstehe mich nicht falsch, der christliche Glaube ist in seinen Grundprinzipien nicht schlecht. Aber die Repräsentanten der Kirche streben und wenden die Worte der Bibel, wie sie es brauchen. Glaube mir, Betan, der arme Bauer ist meist frommer als ein Priester.«
Er konnte diese Aussage trotz seines benebelten Verstandes nachvollziehen. Neben der Inquisition und Hexenverfolgung machte die Kirche auch das Freikaufen von Sünden möglich, auch wenn das natürlich völlig absurd war. Bethan war kein gläubiger Mensch, auch wenn er zu einem solchen erzogen worden war. Nicht nur der Junge hat sich komisch verhalten, sondern auch der Wirt und ein Gast in der Taverne, in der ich zu Mittag aß. Er erzählte von dem Mann, der von den verschwundenen Kindern berichtet hatte. Der Wirt beantwortete mir jede Frage und schien mir, einem völlig Fremden, sofort zu vertrauen. Der besagte Gast war zuerst zornig darüber, dass Kochi, der Wirt, mir alles erzählte. Dann forschte er aber in meinem Gesicht und meinte schließlich, man sähe mir an, dass ich kein Mann der Kirche bin. Als du den Schattenläuferring angenommen hast, hat sich deine Aura verändert. Es gibt ein paar Menschen, die Auren wahrnehmen können. Anscheinend ist Kochi so einer. Was die Worte des wütenden Gasts angeht, du bist eindeutig kein christlicher Mann. Du kleidest dich gut, aber nicht übermäßig prunkvoll, bevorzugst dunkle Farben und klare Schnitte, während die großen Männer der Kirche Purpur oder Rot tragen und Gewänder von extravaganter Machart. Wir sehen jetzt einmal von den Mönchen ab, denn dass du keiner aus dem Kloster bist, kann man nicht übersehen. Außerdem fehlt dir das Kreuz um den Hals und die wertvollen Ringe an den Fingern. Bethan dachte darüber nach und kaute nervös auf der Innenseite seiner Wange herum, bevor er ihre Ausführungen bejahte. »Und der Knabe in der Bibliothek?« fragte er. Njora lächelte. »Überlege doch, wo du dich befunden hast, als es der Junge entdeckte. Ich kann es mir schon fast denken.« Bethan dachte darüber nach und dann fiel es ihm schlagartig ein. »Ich stand im Schatten eines hohen Regals.« Njora lehnte sich mit verschränkten Fingern zurück. »Und deine dunkle Kleidung hat sich nahtlos im Schatten angepasst, so dass nur das Weiße deiner Augen zu sehen war.« Bethan stimmte leise zu und Njora sah zufrieden, dass ihn diese Erkenntnis ein wenig nüchterner gemacht hatte und er sein Weinglas auf dem Tisch abstellte und sich nicht anschickte, nachzufüllen. »Wenn wir hier so schön zusammen sitzen, werde ich anfangen, dich in die Geheimnisse der Schattenläufer einzuweihen. Bist du bereit?« Bethan nickte und streckte den Rücken, um zu zeigen, dass er aufmerksam war. »Es gibt die Schattenläufer und die Schattenjäger, wir Zweibeiner, also Menschen und Elfen. Warum nicht auch die Zwerge?« unterbrach Bethan sie. Njora blickte ihn, jedes Mal, wenn er ihr ins Wort fiel, mürrisch an. Aber sie bewies sich in Geduld und antwortete gelassen. »Zu Beginn der Gilde wurden zeitweise auch Zwerge ausgewählt, aber sie nahmen die Pflicht nicht an und warfen den Ring in die Tiefen des Faisinger Meeres. Zwerge und Elfen waren früher nicht wirklich Freunde. Irgendwann hat sich das zwar gegeben, aber die Zwerge sind einfach zu stolz und sagen von sich selbst, dass sie nicht zum Rennen geeignet sind. Wie der Name Schattenläufer schon sagt, geht es um Schnelligkeit. Vielleicht haben sie recht«, evidierte Njora schulterzuckend. Bethan wusste nicht, dass Njora die Beziehung zwischen Elfen und Zwergen sehr vorsichtig ausgedrückt hatte, denn früher gab es richtige Feindseligkeiten und Kämpfe. Darum war es erfreulich, dass mittlerweile Ruhe im Lande Rhenix herrschte, in dem die Elfen südlich und die Zwerge nördlich beheimatet waren. Im Gegenteil, Elfen und Zwerge führten zu heutigen Zeiten Handel miteinander, und zwar über den Drachenfluss, der den Elfenwald die Nanre mit den Firwarnbergen verband. »So, wenn ich nun weitererzählen darf?« Bethan errötete und bemerkte ihren Groll, dass er sie schon wieder unterbrochen hatte. Dann nickte er und murmelte eine Entschuldigung. »Also, wir Zweibeiner sind die Schattenläufer, zu den Schattenjägern komme ich gleich. Die Schattenläufer sind die Boten der Gerechtigkeit, die aus dem Schatten nur beobachten, bis sie eingreifen müssen. In den Hochzeiten der Schattenläufer nannte man sie auch Windflüsterer, denn sie vermitteln durch den Wind Nachrichten. Deine Aufgabe als Schattenläufer ist es, Unschuldige zu schützen und diejenigen, die nicht gerecht handeln, zu bestrafen und an die entsprechenden Stellen weiterzugeben. Wir schützen Christen und Hexen gleichermaßen, denn in unseren Augen ist keiner schlechter oder besser.« Bethan bemerkte, dass sie zwischen »wir« und »die Schattenläufer« hin und her sprang, was ihm verdeutlichte, dass sie sich zwar nicht mehr zu ihnen zählen wollte, aber trotzdem ihre Ideale noch achtete und sich teilweise mit ihnen nach wie vor identifizierte. »Wie werden Schattenläufer eigentlich ausgewählt?« Wenn entschieden wurde, dass neue Schattenläufer rekrutiert werden sollen, schickt man eine kleine Gruppe von Schattenläufern und Schattenjägern in die Welt hinaus. Sie lassen ihren Geist über die Gedanken der Umstehenden schweifen und wenn sie jemanden gefunden haben, der passt, schicken sie einen der Schattenjäger aus, um den Auserwählten zu prüfen. Wenn er sich bewiesen hat, gibt der Schattenjäger ihm den Ring. Wenn er ihn annimmt, akzeptiert er sein Schicksal. Die Schattenläufer suchen einsame Personen, die sich in einer ungerechten Welt befinden und es nach Veränderung dürstet. Oft werden Elfen ausgewählt, aber nicht zwingend. Sie können auch gewöhnliche Menschen sein. Dass es aber meistens Elfen sind, oder zumindest welche mit elfischen Vorwaren, wie du zum Beispiel, liegt daran, dass die Elfen von Natur aus schneller und stärker sind als Menschen. Somit ist die Ausbildung leichter. Bethan verstand und schielte auf die halbvolle Flasche Met. Njora bemerkte seinen abschweifenden Blick
und schaute ihm direkt in die Augen. Betan, ich werde dich nicht aufhalten, wenn du sie austrinken willst. Aber was würde es dir bringen? Er hob die Schultern und im Augenwinkel glitzerte eine Träne. Wahrscheinlich nichts, aber es betäubt. Und außerdem wäre es schade, den guten Wein zu verschwenden. Nyura suchte nach Worten. Betan, du kanntest das Mädchen kaum. Warum geht dir ihr Tod so nah? Weil ich ihr mein Wort gegeben habe, auf sie aufzupassen. Und ich konnte es nicht halten. Meine Mutter sagte immer, dass ich niemals mein Versprechen leichtfertig vergeben dürfte. Zumindest nicht, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass ich es erfülle. Für meine Mutter gab es nichts Heiligeres als ein gegebenes Versprechen. Ist das der einzige Grund? Er schüttelte zaghaft den Kopf. Ich habe verstanden, warum die Schattenläufer neue Schüler suchen. Die Kirche hat viel zu viel Macht und sie muss aufgehalten werden. Ich bin einerseits stolz, dass ich dabei eine Rolle spielen darf, aber ich schäme mich auch, denn ich habe die letzten Jahre meine Augen vor der Qual der Menschen verschlossen. Ich bin der Prinz von Perl, ich hätte vielleicht etwas bewegen können. Die Tränen, die sich bisher zurückgehalten hatten, brachen aus ihm heraus und Betan schluchzte. Nyura stand auf und ging zu ihm, um sich neben ihn zu setzen. Sie nahm ihn in den Arm und wartete, bis er sich beruhigt hatte. Dann griff sie zur Flasche, füllte dieses Mal beide Gläser und drückte ihm seines in die Hand. Also, sprach sie und hob das Glas, auf eine bessere Zukunft als die heutige Gegenwart. Er stieß mit ihr an und fragte nach den Schattenjägern, bevor er trank. Moira, die schwarze Katze, von der du den Ring bekommen hast, ist eine Schattenjägerin. Das bedeutet übrigens das SJ auf dem Halsband. Schattenjäger sind Katzen, vorzugsweise schwarze, denn sie passen sich dem Schatten besser an als weiße, und Raben, die von Natur aus schwarz und Wesen der Dunkelheit sind. Raben, murmelte Betan und schien sich an etwas zu erinnern, aber sein Verstand konnte sich nicht erinnern, an was er sich erinnern sollte. Nyura wartete, ob Betan weitersprechen wollte. Als dies aber nicht geschah, fuhr sie fort. Schattenjäger sind die tierischen Begleiter der Schattenläufer. Sie sind Spione, denn wer würde schon eine Katze oder einen Vogel verdächtigen, meinte Nyura grinsend. Betan nickte. Außerdem darf kein Schattenläufer ohne einen Schattenjäger auf Mission gehen, denn selbst wenn wir unsere Sinne im Zuge der Ausbildung schärfen, sind sie noch lange nicht so gut wie die eines Tieres. Das ist übrigens auch der Punkt, den ich gestern erwähnt habe, warum die Schattenläufer meine Unschuld vor Gericht beteuern hätten können. Ich hatte einen Schattenjäger bei mir. Ich verstehe. Also beschützen die Schattenjäger die Schattenläufer auch? Fragte Betan und Nyurane stimmte zu. Weißt du, es gibt eine herzerweichende Geschichte, die leider wahr ist. Zu meiner Zeit war es noch ein Geschenk, ein Schattenläufer zu werden, aber bereits einige Jahre nach meiner Ernennung war dem nicht mehr so. Früher haben wir uns auf offener Straße zeigen können, ohne etwas befürchten zu müssen. Aber heute und auch schon zu der Zeit, in der die folgende Geschichte spielt, sollte man dies nicht wagen, denn es konnte und kann nach wie vor passieren, dass man als Teufelsanbeter hingerichtet wird. Sagt dir der Name Mary van Dessen etwas? Ja, dieses Mädchen verschwand und erst 7 Jahre später wurde sie tot aufgefunden. Ein Rabe hatte ihren Eltern ein schauerliches Sätzchen aufgesagt und daher vermutete man, dass dieser Rabe sie ermordet hatte. Dann wurde es Betan bewusst, woran sich sein Geist hatte erinnern wollen. Der Rabe, meinte er überrascht. War Mary van Dessen eine Schattenläuferin? Nyura bejahte leise. Nur der Rabe hat sie nicht getötet. Das waren gewöhnliche Menschen. Gewöhnliche können es aber auch nicht gewesen sein, denn man fand doch ihre abgetrennte Hand, die nicht erkaltete. Das ist gewiss nicht normal, oder? Das mag sein, aber was ist, wenn diese Hand gar nicht das war, was es zu sein schien? Diese angebliche Hand war ein Gemisch aus Matsch, Kräutern und einem Metall, das mit der Luft oxidiert und warm wird. Mary wurde zwar nur mit einer Hand gefunden, aber nur wenige wussten, dass sie ihre Hand durch einen Unfall verloren und seitdem eine Prothese getragen hatte. Und dieser mysteriöse Ring, der scheinbar keinen Ursprung hatte? Diese Frage kannst du dir selbst beantworten, indem du deinen Blick auf die deine linke Hand wirfst. Betan tat, worum sie ihn bat, und sein Augenmerk blieb an seinem Schattenläuferring hängen. Also war das lediglich der Ring aus dem Steinglasstahl und man hielt ihn für mysteriös, da man das Metall nicht kannte? Genau. Es war beabsichtigt von diesen Menschen, die übrigens eine Untergrundorganisation der Kirche waren, die speziell Schattenläufer jagten. Die Gilde des Schattens hatte irgendwann diese Untergrundorganisation zerschlagen. Dummerweise weiß ich nicht mehr, wann das war oder wie sie sich diese Untergrundorganisation nannte. Sie überlegte einige Sekunden, dann schüttelte sie den Kopf. Das ist aber auch nicht wichtig. Kommen wir zu dem Raben, der übrigens Krumka hieß. Das ist elfisch und bedeutet Jäger. Krumka mochte Mary sehr und sie waren ein gutes Team. Dann kam der Tag, an dem Mary gefangen genommen wurde. Er blieb bei ihr, und zwar die ganzen 7 Jahre lang, in denen man durch Folter versuchte, ihr den Aufenthaltsort der Schattenläufer zu entlocken.
Krumka versuchte oft, Hilfe zu holen, aber er folgt schon einem Raben. Nach 7 Jahren konnten Mary und Krumka fliehen, aber sie war dem Tode näher als dem Leben und sie kam nicht weit. Also flog der Rabe zu Marys Familie, ein letzter verzweifelter Versuch, Hilfe zu holen. Die Spielkarte, die Pik 7, sollte ein Zeichen sein, dass eine Schattenläuferin in Gefahr war. Da niemand auf ihn hörte, starb Mary alleine und ängstlich. Bethan schwieg, dann meinte er leise, als Krumka ihren Tod bemerkte, versuchte er, ihr Leben zu retten. Dabei entstanden die Kratzer an Marys Hals, die einen völlig falschen Eindruck verschafften. Aber warum hatte Krumka nicht einfach gesagt, was los war? Diesen rätselhaften Satz konnte natürlich niemand verstehen. Raben sprechen in Rätseln, das ist ihre Natur, erwiderte Njora schulterzuckend. Peter nickte langsam. Ihr kanntet Mary van Dessen, oder? Ja, sie war meine Freundin. Hätte sie noch gelebt, wie ich zu 100 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wäre sie für mich in die Bresche gesprungen, aber so tat das keiner. Peter räusperte sich. Marys Tod ist bereits über 300 Jahre her. Njora bejahte. Wehe, du fragst mich jetzt, wie alt ich bin. Du weißt, es ziemt sich nicht, eine Dame nach ihrem Alter zu fragen. Njora erhob sich. So, es ist fast Morgen. Wir sollten zu Bett gehen, mein Junge. Sie nahm die beiden leeren Weinflaschen mit in die Küche, wo sie die anderen Glasflaschen aufbewahrte, um sie beim nächsten Mal mit in die Stadt zu nehmen. Als sie in die Stube zurückkehrte, war Bethan bereits auf dem Sofa eingeschlafen. Njora schüttelte seufzend den Kopf und deckte ihn mit einer Wolldecke zu. Dabei bemerkte sie, dass Bethan eine Kette um den Hals trug, die unter seinem Hemd verschwand. Sie befürchtete, dass er sich während dem Schlafen damit erdrosseln könnte, also zog sie ihm die Kette aus. Als sie den Anhänger inspizierte, wunderte sie sich über das Kreuz. Sie dachte eine Sekunde nach, dann legte sie die Kette kopfschüttelnd auf den Tisch. Sie würde ihn später danach fragen. Sie trat ans Fenster, um die Läden zu schließen. In dem Moment tauchte der obere Rand der Sonne hinter den Bergen auf. Sie ging hinauf in ihr Schlafgemach, um sich selbst zur Ruhe zu legen. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte, sie war auch am Ende mit ihrer Kraft. Sie hatte an diesem Tag so viel Magie gebraucht, dass sie sich ganz ausgelaugt fühlte. Thank you.